Weiter geht's im Drink-First-Programming. Wir programmieren das Spiel Reversi für die Kommandozeile in Rust und trinken dazu Luzerner Bier Original. Ich habe mir überlegt, was wir als nächstes machen wollen. Das eine wäre mal der interaktive Code. Der Spieler gibt ein A5 und damit man eben valide Züge überprüfen kann, braucht man halt zuerst eine Logik, die überhaupt ermitteln kann, welche Züge erlaubt sind. Und das ist jetzt die Kernschwierigkeit von diesem Spiel eigentlich. Und es ist auch recht anspruchsvoll zu testen, weil wir verschiedene Konstellationen machen müssen. Und was wir hier sinnvollerweise machen, ist, dass wir die Möglichkeit erstellen, einen bestimmten Spielstatus anhand einer Vektorenliterale zu erzeugen. Und das würde ich über eine sogenannte from-assoziierte Funktion machen, also eine Art Konstruktor wie new. Ich mache es nicht test-driven development. From, und dann übergibt man einfach direkt diesen Vektor von Charakter-Vektoren und gibt dann das Self zurück. Und das ist eigentlich nicht schwer zu implementieren. Das ist ganz einfach. Ist das gemacht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Gebrauch davon machen. Ich mache jetzt trotzdem einen Test dafür. Und nenne das hier init port from vielleicht. Und jetzt mache ich eben diesen Vektor, fields gleich Vektor von, das sind die Zeilen. Und jetzt hier habe ich einfach 8 Vektoren. Ich mache es mal empty. Gar umständlich, aber was soll's. Ja, jetzt muss ich ein bisschen das Ganze kleiner machen. Ist das wirklich wert? Mach's mal neu auf hier. Jetzt habe ich meinen Terminal kaputt gemacht. Wunderbar. Ja, kann nirgends einen Schluck, bis das wieder läuft. Und die Rückwärtssuchfunktion funktioniert nicht so richtig, die hat manchmal ein bisschen Macken. Jetzt kann ich eine Git Bash aufmachen. Also heute ist es ein bisschen harzig hier. So. Reversi. Ah, der Reversi muss dann schon noch reingehen. Lib links, main rechts. Da so, jetzt hat es Platz. Ein bisschen mehr Platz können hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal empty, bin wir 7 mal. Und dann haben wir ja den Anfangszustand. 1, 2, 3, hier ist ja white, black. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre jetzt wieder eigentlich der initiale Zustand. Fragt jetzt, hilft uns das weiter beim Programmieren? Ist vielleicht nicht wahnsinnig übersichtlich. Wir machen vielleicht einfach das mit richtigen Werten. Oder ich versuche es mal einfach so. Ich will jetzt nur mal testen, ob es geht. Und Vektoren. Ich habe irgendwo hier einen Fehler gemacht noch. Das syntaktisch wird doch nicht stimmen. Doch, funktioniert schon. Und macht es einfach Port from Fields.
Und jetzt kann ich zum Beispiel assert equal machen, board fields 3, 3, dass das eben white ist und die 4, 4 dann eben auch white ist und die 3, 4 sowie die 4, 3 eben black. Ein trivialer Test. Der funktioniert, der ist schon mal gut. Jetzt aber, wir wollen das Ding ja nachher verwenden, um Spielsituationen zu modellieren. Und dafür ist es eben besser, wenn wir die Konstanten nicht verwenden, sondern die dann durch ein jeweiliges Zeichen ersetzen. Schauen wir dann, wie wir es am besten lösen. Vielleicht noch einfach wäre es mit Zahlen. Ich überlege mir gerade, wir können hier sehr pragmatisch sein und dann hier eine Tupel mitgeben. Also empty, black und white, wie das ersetzt werden soll. Ich versuche es einfach mal. Also 0, 1, 2. Nein, das sind dann die Werte. So empty, black und white. Car, car, car. Vielleicht kann man es auch eleganter machen. Also diese eine Dreier-Tupel. Und jetzt müssen wir natürlich... Ja, ich mache es mal nicht Test First Programming mäßig, sondern einfach geht es dort rüber, ersetze das Ganze, Fields, ich bekomme die Ownership darüber, for Row in Fields, for Call in Row, das ist nicht schlau, braucht Indizes. .len for j let row gleich fields i for j in 0 row len let field gleich row j und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt können wir eigentlich nur match auf diesen Wert row j machen und wenn jetzt der dem E entspricht. Ist das so? Funktioniert das Pattern Matching? Also keine Zuweisung. Wenn es dem Wert E entspricht, dann mache ich einfach hier ein Row J. Oh, jetzt wird es schwierig. Ich glaube, ich habe mich schon da in ein Problem verstrickt mit dem Borrow Checker. Gleich empty. Wenn es B ist, dann Row J gleich Black. Und wenn es W ist, Row I J gleich White. Black and White. So. Das Schöne ist, ich kann das Ding einfach so ersetzen. Und kann dann nachher statt Empty kann ich dann Empty kann ich zum Beispiel die 0 mitgeben. Und mach mal von hier white black 1 was habe ich da gemacht? Substitute black durch 1 und white durch 2. So, das ist ein bisschen übersichtlicher. Und ich kann jetzt das so initialisieren, 0, 1, 2, also die 0 ist für empty, die 1 für black, die 2 für white, damit Sie auch nachvollziehen können, was ich hier versuche. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. So, genau, ich muss mutably borrowen, weil ich ja hier die Zeile verändere und ich muss hier natürlich das noch wirklich auch borrowen. Ja, mutably borrowen. Und das Ganze muss hier fields mutable vector sein. Und to vec. Was ist jetzt hier falsch? Mismatch types.
Also es ist mutable und das muss hier irgendwie ein to-owned werden. So funktioniert das, geht es ja nicht auf die Details ein, weil ich es selber nicht verstehe. Muss natürlich, weiß nicht mehr, der gleiche Ausnahme ist des Ausdrucks, das so benennen. Okay, scheint sogar funktioniert zu haben. Cargo Test. Nein, eben nicht. Ah, U8, U8, U8. Ja, das sind keine Characters hier. Das will ich nicht. Ich kann einfach auf Zeile 30 Char durch U8 ersetzen. Nein, außer hier soll ich es nicht machen. Error, could not compile. Ja, ah nein, ich bekomme natürlich einen Vektor von, ja, es funktioniert nicht so, wie ich gedacht habe. Ich habe hier einen Vektor von U8, den ich empfange und ich möchte dann aus den ein, also da Zahlen drin und ich möchte dann anhand dieser Zahlen die Sachen ersetzen. Also baue ich mir besser einen neuen auf, spare mir das Ganze, let's mut cars weg, weg car. Gleich weg new. Jetzt mache ich einfach eine neue Zeile. Ich baue jetzt ein neues Ding auf. Mut row gleich weg new. Und was ist eine Row? Ist wieder ein Vektor aus Charakteren. Geht das durch. Und jetzt, was matche ich da? Ich matche was anderes. Fields IJ matche ich. Und wenn eben dieses Field den Wert E hat, mache ich da meine Row das Empty rein. Black oder sonst White. Und jetzt muss natürlich noch meinem, ah, das hat gar nicht so viele Indizes. Wir können einfach row.push machen. Gehen ja der Reihe nach. Und machen jetzt chars.pushRow. Und jetzt ist das ein OwnVector wieder. From mutFields. Ich consider mutable borrowing hier. Also eigentlich müssen wir gar nicht hier, dass wir mutable machen. Wir lesen einfach davon. Wir können eine lesende Referenz machen. Weil wir kopieren, wir informieren uns dann hier über die Werte und bauen dann ein neues Ding auf. Ja, hier sollte es stimmen. Cargo Check. Jetzt habe ich hier Fields. Ah, das heißt nicht mehr Fields, sondern Cars. Muss ja ausweichen irgendwie. So, jetzt haben wir hier schon ein Problem. Consider moving expression out of loops. It's only moved once. Ah, dieses Row ist eine mutable Reference. Ah, und wir pushen die ganze Row zu früh. Das müssen wir erst hier machen, wenn wir fertig sind mit der ganzen Spalte. Da hat uns der Rust-Compiler auf ein Problem hingewiesen, das wir sonst in C zum Beispiel als Absturz dann erleben würden oder als Logikfehler eher. So, der Test funktioniert noch nicht. Wir empfangen hier eine Referenz und müssen dann entsprechend eine Referenz übergeben. Oh, das funktioniert noch nicht ganz. Out of bounds, but index is 3, len is 0. Irgendwo greife ich noch auf die Länge zu, das ist ein Überbleibsel vom ersten Ansatz. Also fields len, das ist okay, row len stimmt nicht. Wir haben eine neue Row gemacht, müssen jetzt Fields i.len. Funktioniert immer noch nicht. Left, right, das jetzt noch nicht gleich. E, black, white. Mal schauen, welcher Test gescheitert ist. Jetzt ist ja nicht genau, wo das war. Also dort, wo wir
links einen Punkt haben, rechts ein O. Also eigentlich ist das hier oder das hier falsch. Schauen wir uns einmal die Logik an. Also I und J zum Indizieren. Und wenn I, J, E ist, also wie empty, wäre jetzt 0, machen wir ein empty rein. B wie black, machen wir ein X rein. Und wie W, 2, wie weit, machen wir ein 2 rein. Push. Cars push die Row. Row push den Character. Und kann es auch ein bisschen anders machen, debuggerfreundlicher. Let field gleich match davon, aber hier geben wir einfach das empty zurück und das black zurück und das white zurück und nutzen das dann, um das zu pushen auf die Row, das Field. Das macht dann genau das gleiche wie vorher, also das heißt, der Test wird noch nicht laufen. Aber wir können sie jetzt einigermaßen schlau debuggen, indem wir schreiben println. Machen wir mal hier index i j gleich fields. So, das wäre so ein Debug-Statement. Damit das ausgeführt wird, müssen wir den Test mit dem Parameter noCapture starten. Sehen da, da werden überall Punkte reingeschrieben und nichts anderes. Also zum Beispiel bei 3,3 wird ein Punkt geschrieben, bei 3,4 ebenfalls. Also das stimmt hier von der Logik her nicht. Schauen wir nochmal, was das Problem ist. Ich habe einen Verdacht. Und zwar ist es, dass dieses Matching auf eine Variable wahrscheinlich immer funktioniert. Könnte das sein? Ich mache jetzt einfach mal 0, 1, 2 und schauen wir dann, ob noch das gleiche Problem besteht. In allen anderen Fällen empty. Ja, jetzt funktioniert das Ganze. Ja, das ist ein Fehler, den ich oft mache beim Pattern Matching. Wenn man hier in eine Variable verwendet, Rust bindet das als neue Variable und matcht nicht das, was hier oben drin ist. Muss man gleich überlegen, kann man das irgendwie pinnen oder so? Ich denke, das ist jetzt der falsche Moment, um das rauszufinden. Aber ich mache es einfach mal mit if else. Field gleich. Oder ich probiere es ganz kurz, kleinen Moment. Wäre schon eleganter, Rust Pattern Matching Pin Variable, was irgendwie geht. Also Match gegen irgendetwas. Pinning. Da sehe ich nichts darüber. Variables in a Match Pattern auf Reddit, so tief sind sie gesunken. Real Matcher. Das ist nicht der Zweck von diesem Konstrukt, also machen wir halt ein normales If-Else. Weiß gar nicht, ob man If-Else als Ausdruck verwenden kann. Probieren wir es mal. If gleich E, dann empty, else if. Kürzen wir das ab, let's, ja, F original, dann ist field gleich fields i j und let car oder char f gleich e empty, else if f gleich B und black, else if f gleich w,
empty black white und dann im else Fall eine zur Vollständigkeit halber noch das empty. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, if else ist ja nicht ein push field, das heißt nicht mehr field, sondern chr. F gleich W, nein, das heißt Field. Sehen, ich bin da nicht mehr ganz auf der Höhe. Kann ich das wirklich als Ausdruck machen? Schon wieder etwas gelernt. Jetzt habe ich überall 0 drin. Car. Empty. Black, white, das heißt empty. Und das funktioniert eigentlich. Moment, aber ich möchte da nicht 0 und 1 reinschreiben, sondern diesen Character mache ich ja auch. Ah, viel heißt jetzt anders. So, die Debug-Ausgabe war falsch. Also jetzt haben wir es im Griff. Das hat lang gedauert und das Ganze eigentlich nur eine Hilfsfunktion, damit ich es besser testen kann nachher. Wir haben uns da ein bisschen verstrickt. Formatieren wir mal einen Code zwischendurch. Muss von Pattern Matching auf if-else umsteigen. Ist schon weniger elegant, aber ist eben nicht für Variablen gedacht, ist ein Match. Aber ich kann jetzt das hier testen. Ich kann mir übersichtliche Boards aufbauen und daneben Test damit machen. War eigentlich nur ein Zwischenschritt auf die eigentliche Anwendungslogik und die werden wir dann gleich im nächsten Schritt machen. Mal Ergebnissicherung machen. Convenience Constructor Function to build up arbitrary fields. Git push, zurück in den Vordergrund und dann melde ich mich gleich zurück, wenn ich jetzt dann wirklich mit der Spiellogik anfange. Bis dann.